Mein Name ist Norbert Travöger. Ich bin künstlerischer Leiter der Kulturexpo Anton Bruckner 2024, aber eigentlich habe ich eine Bruckner Leidenschaft, seit ich mit 8 Jahren im Plattenschrank meines Vaters die Bruckner Vierte, die Romantische, entdeckt habe. Ich habe mich ergriffen, nicht mehr losgelassen. Dann wird irgendwann auch die Figur interessant, wobei man Schöpfer und Werk nie verwechseln soll. Das ist ganz gefährlich, bei Bruckner glaube ich noch gefährlicher. Was mich so interessiert, ist sozusagen diese disparate, ambivalente, widersprüchliche Figur, die gar nicht leicht zu fassen ist. Und das sind so viele anscheinend Gegensatzpole, der flotte Tänzer, der behäbige Alte, der Unerfolgreiche und. Und der kein Wunderkind ist, sondern ein Sozialaufsteiger, ein ewig Lernender, ein resilienter Mensch, einer, der seiner Leidenschaft trotz aller Misserfolge gefolgt ist. Da rührt er mich als Figur auch sehr. Natürlich kommt er von hier, hat eine oberösterreichische Biografie, aber hat sozusagen in seiner Kunst das Fenster in die Welt aufgerissen, schon als Organist hier der Stadtpfarrkirche hinter uns und im Dom erst recht. Insofern interessiert mich die Figur über die musikgeschichtliche Bedeutung und die Musik, die ich mich antreibe, auch als Mensch, dieses Dranbleiben bis zum Umfallen, das Verausgaben. Was sollte man über Bruckner wissen oder sollte man nicht wissen? Ich glaube, wissen sollte man sehr viel, weil diese Figur sehr viel Klischees vom Musikant Gottes bis zu diesen Krankheitsbildern, Zählmanie. Aber da glauben wir immer, irgendwie habhaft zu werden. Und der hat sozusagen mit seinem Knall auch, ist er einer von uns, weil wir alle irgendwie auch unsere Defekte und Unzulänglichkeiten haben. Linz war für Bruckner sicher sehr wichtig. 1855 ist er letztlich das erste Mal Berufsmusiker. Als Domorganist hat er ja das erste Mal einen Berufsmusikerjob für 13 Jahre. Und insofern ist das natürlich sehr entscheidend für sein Musikerdasein. Es war ja nicht geplant, dass er voraus als Komponist wird. Das ist alles geworden. Und da ist es sehr wichtig, wie er dann einsteigt ins gesellschaftliche Leben auch. Frohsinn, dort singt, Chorleiter, ist ein leidenschaftlicher Tänzer gewesen, sein Bruckner Religion und Bruckner ist ein eigenes Thema, das sozusagen auch ein bisschen wie eine Stigmatisierung an ihm hängt, auch dieses Klischee des Musikantengottes, dann ist er begraben unter seiner Orgel, Domorganist war er, Kirchenmusik hat er geschrieben, in St. Florian ist er quasi auch sozialisiert worden, weil er sozusagen als Halbwaise mit 13 dort noch unterkam bei den Sängerknaben. Ist kein unkomplexes Thema. Ich glaube, dass sozusagen diese Kirchenerfahrung, gerade der Florian-Moment mit 13, diese Formatierung ihn einfach gezeigt hat, da gibt es mehr, dieses kulturell-geistige Leben. Er kam dann ja viel später noch in ein relativ atheistisches Wien. Aber der springende Punkt, und das sieht man sozusagen in seiner Werkgeschichte auch, im Alter von 40, da war Schubert und Mozart längst tot, beginnt der Mann ins weltliche Formgelände der Symphonie zu drängen und zu beschließen, er wird Symphoniker, als Berufsbezeichnung. Er sucht das Gespräch mit Gott über die Symphonie und nicht über die Institution Kirche. Er war, glaube ich, sicher ein spiritueller Mensch, das ihn das getrieben hat, glaube ich, auf alle Fälle. Aber da muss man wiederum sehr differenziert und aus der Zeit das heraus begreifen. Das ist nicht so einfach, wie wir das manchmal möchten. Bruckner und die Welt ist ein interessantes Thema, weil sozusagen den ersten wirklich großen Erfolg feiert er im Alter von 60 in Leipzig. Dann in München, also 11 Jahre vor seinem Tod, die erste Aufführung der 3. Symphonie in New York und 33 Aufführungen in Übersee. Ehrendoktor der Universität, kaiserliche Wohnung, ein Prachtbegräbnis. Ich glaube, er war schon einer, der immer das Gefühl hatte, er sei zu kurz gekommen, aber das war irgendwie vielleicht auch so ein Lebensthema, also dass er so zum Schluss den Erfolg vielleicht auch gar nicht mehr so nehmen konnte. Bruckner ist für mich Traditionsavantgardist. Er ist weder Traditionalist noch Avantgardist. Wenn man seine Symphonien mal anders betrachtet und als Schnitttechniken eines Films sieht, mit Gegenschuss, Überlagerungen, dann sind das Collagentechniken, die auch im Film zum Einsatz kommen, das Medium, das aber eigentlich später kommt. Und das ist natürlich das, was da alles aufeinanderprallt und dass es viel mehr populäre Spuren gibt, als wir vermutlich glauben, weil diese Musik auch sehr Raum aufmacht, sehr archaisch und sehr wirkmächtig sein kann, was auch die Gefahr ist, weil gerade im Dritten Reich wurde ja dann genau das instrumentalisiert. Da ist das Klischee, dass in diesem Überwältigungsmodus, diese unerträglich langen, kann ich sie überhaupt sozusagen schaffen, diese 1,5 Stunden Symphonie. Und das finde ich auch den spannenden Moment jetzt, auch ohne Schöpfer und Werk verwechseln zu wollen. Wir sind der Figur mehr auf der Spur. Man muss sich auseinandersetzen
Und Bruckners Musik ist auch keine Musik, die nebenbei geht. Der einzige originale Bruckner, der sozusagen noch so in dieser Beschaffenheit dasteht, ist der alte Dom, die Ignatiuskirche, 1785 zur Domkirche erhoben. Warum sage ich das? Weil man damals eine schreckliche Orgel vorfand, die nicht für einen Bischof tauglich war, war man sozusagen im Gebrauchorgelmarkt auf der Suche nach einem neuen Instrument. Geld war zu wenig da, ein Neubau kam nicht in Frage. Fand man eine 20 Jahre alte Orgel. Dort wurde sie eingebaut im alten Dom und wartet noch 50, 60 Jahre auf ihren sozusagen großen Meister. Bruckner lässt sie zu seiner Zeit ein bisschen modernisieren und ist hier 13 Jahre Domorganist und eben, wie wir wissen, sozusagen als Organist wirklich ein schweres Improvisationskaliber. Und wie er sich von Linz verabschiedet, kniet er vor sein Instrument hin und schreibt mit Bleistift Lebewohl in sein Instrument. Bruckner war vermutlich im Wiener Kontext ein skurriles, vom Land kommendes Original. Bruckner hatte durchaus immer wieder einen Leidensweg, nicht ganz sicher, vielleicht ist das zu stark oder manchmal auch zu schwach. Ich glaube einfach, der Zweifel war sehr groß und ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde nie auf meinen Zweifel verzichten wollen, weil er treibt mich weiter und er macht mich auch unsicher. Und unsicher heißt das auch, verletzlich zu sein und offen zu sein für die Welt.